Da ist auf jeden Fall eine Brücke. Da geht es dann da hinten hin. Wir könnten eigentlich mal... Ich weiß gar nicht, ob ich das gemacht habe. Ob ich da schon... Ob ich schon aus der Scheune alles klein gemacht habe. Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Das wäre natürlich auch mal ganz spannend, das zu tun. Müssen wir mal gucken, was wir da vielleicht noch so machen. Ich laufe jetzt mal den Weg hin, weil da kommen wir, glaube ich, direkt zur Scheune dann. Ich hoffe, uns läuft kein Wolf über den Weg. Ja. Da gehe ich nicht lang. Da ist ein Wolf. Ich möchte jetzt nicht auf den Wolf treffen, weil ich möchte jetzt nicht den Wolf abknallen müssen. Das wäre mir jetzt nicht so recht. Dann laufen wir mal woanders lang. Wie gesagt, ich möchte mich jetzt mit den Wölfen eigentlich nicht anlegen. Ich will so ein bisschen erstmal meine Ruhe haben, tatsächlich. Weil ich dann, ja, ein bisschen Munition sparen will auch. Ich möchte eigentlich nur Wölfe schießen, wenn es unbedingt notwendig ist, und möchte so viel Munition sparen, wie es nur einfach geht. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, dass wir irgendwas schießen können, dann werde ich das natürlich tun. Aber vorrangig geht es darum, Munition zu sparen und so lange wie möglich zu strecken eigentlich. Aber es ist ganz cool, dass wir jetzt einen klaren Sternenhimmel eigentlich haben. Wie sieht's aus? Okay. Ein paar Minütchen habe ich noch. Ja, ich gehe mal wieder in die Hütte zurück. Ich gehe mal lieber wieder in die Hütte zurück. Das ist mir jetzt echt ein bisschen zu krass da mit dem Wölflein. Vor allem, ich sehe die in der Nacht, sehe ich die so schlecht. Ich glaube, das lasse ich lieber. Vor allem minus 13 Grad. Wir können eh nicht mehr lange machen, weil wir gleich wieder unterkühlt sind. Wir haben noch 4 Stunden Dunkelheit, das passt. Dann würde ich jetzt noch 4 Stündchen schlafen einfach, bis es wieder hell ist. Und dann würde ich gerne mal tatsächlich da hochgehen, ob es da vielleicht irgendwo Birkenstöcke gibt. Das wäre nämlich gar nicht mal so schlecht. Weil dann habe ich den tollen Vorteil, dass ich meinen Bogen craften könnte. Das wäre sehr nett, weil dann könnte ich nämlich auch mal so, wenn ich dann Hasen sehe auf dem Weg, könnte ich dann die Hasen dann schießen. Weil dann spare ich auch so ein bisschen Munition dann auch. Hier ist der Kühlschrank, glaube ich, ne? Nein. Ach doch, ist doch der Kühlschrank. Ich bin bloß falsch davor gelaufen. Wie schaut's aus? Wir haben etwas Hunger. Dann machen wir mal Folgendes. Ich esse jetzt mal... Das Witzige ist, wir haben halt auch eigentlich nicht mehr so viel zu futtern. Das muss man einfach dazu sagen. So viel haben wir da tatsächlich nicht mehr. So, dann haue ich mir das rein und dann schlafe ich jetzt nochmal 4 Stunden. Ich drücke mal F1 dann. Das ist auch immer toll. So. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Ich hoffe im Übrigen, dass alles mit der Aufnahme nebenbei noch klappt, weil ich ja, wie gesagt, jetzt mit dem OBS Studio aufnehme. Ich bin gespannt, ob das alles so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Aktuell sieht alles gut aus, aber ich bin gespannt. Ich traue dem Frieden hier noch nicht ganz. Aber wie es immer so schön heißt, Mut zur Lücke. So. Haben wir das? Ah, okay. Auf der Karte gibt es noch einige Höhlen, wo du auch einen Bogen neben einer Leiche findest. Einen Versorgungspunkt gibt es auch auf dieser Karte. Random. Ach so, das ist dann praktisch auch wie in der... Na, beim Rätselsee gibt es ja auch immer dann verschiedene Bunkerstandorte dann, wo man praktisch, ja, alles Mögliche dann findet dann und sich es auch gut aushalten lässt. Finde ich gut. So, das nehme ich einfach mal mit, weil ich lieber das Fleisch benutze tatsächlich, weil es halt mehr wiegt. Dann gehen wir jetzt mal raus.
So, wie gesagt, wenn wir die Klamotten haben, unsere eigenen dann, also die selber gecraftet, und sobald das, habe ich eigentlich das Zeug alles hingelegt? Ja, sobald wir da das Zeug selber gecraftet haben, alles haben, minus, Alter, Sonne, geh mal auf, das kann doch nicht wahr sein, es ist viel zu kalt hier. Haben wir wieder einen Hasen gefangen? Wir haben schon wieder zwei Hasen gefangen. Leck mich. Nett. Ist das geil gerade? Ich glaube, ich stelle da eine ganze Fallenfarm auf einfach. Nur um Rätsel im Plessenwildbank. So. Was mache ich jetzt? Draußen ist es so arschkalt. Ich will jetzt eigentlich nicht raus, tatsächlich. Wolfspelz, zack, 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 zack. Das dauert noch ein bisschen, bis die getrocknet sind. Wir haben ja noch ein paar Därme, ne? Dann mache ich mal Folgendes. Nachdem es ja eh gerade so kalt ist, kann ich eh nicht so viel machen. Dann mache ich jetzt. Habe ich jetzt zwei Stück genommen? Dann mache ich jetzt nämlich Folgendes. Ich mache nämlich nochmal zwei Fallen dann. Dann wird es vielleicht, wenn die Stunde rum ist, also es dauert dann insgesamt eine Stunde für zwei Fallen, wird es vielleicht ein bisschen wärmer. Also es wird langsam wird es wärmer. In der Früh ist halt ein bisschen kälter dann teilweise. Dann ist vielleicht noch ein bisschen wärmer. Und dann würde ich einfach so eine Fallenfarm einfach hinstellen. Und mit viel, viel Glück fangen wir dann mal an einem Tag dann fünf Hasen beispielsweise. So, hier herstellen. Zack. Und dann machen wir noch eine zweite. So, weil zum einen können die Fallen natürlich auch kaputt gehen, diese Schlingen. Dann haben wir zumindest auch jetzt Ersatz, wenn welche kaputt sind. Aber der Vorteil ist tatsächlich, dass, wenn das wirklich so gut funktioniert hier mit dem Hasenspawn, dass man einfach mehr Hasen dann fängt. Und das ist gar nicht mal schlecht, weil dann haben wir da zumindest dann schon eine, ja, ich sag mal, ein bisschen auch, ja, fast schon vielleicht unendliche Futterquelle. Weil, wenn man da genügend Fallen hat, kriegt man dann genügend zu essen dann, man kriegt die Gedärme auch immer raus. Das heißt, selbst wenn die Fallen dann kaputt gehen, kann man dann einfach neue machen dann. Das heißt, das sollte auf jeden Fall, das wollte ich gar nicht, das sollte auf jeden Fall dann gut funktionieren. So, ich nehme so ein bisschen Holz mit und nochmal zwei Stecken. Dann gehen wir hier raus. Jetzt muss ich mal gucken. Ich werde vermutlich jetzt ein Feuer machen müssen, damit ich nicht erfriere dann, weil es nämlich draußen immer noch sackkalt ist. Genau, minus 14 Grad. Ist ein bisschen kalt tatsächlich. Aber es sollte kein Thema sein. So, das ist witzig. In die erste Falle ist er reingetappt, in die zweite ist er reingetappt, in der dritten fehlt eigentlich noch eine. So, ich will mir den Hasen dann nicht aufschrecken, tatsächlich. Der sollte ruhig weiter seine Runden drehen, ist gar kein Problem. So, wie schaut's aus? Minus 12 Grad. Ja, die Temperatur geht schnell runter. Ich mache Folgendes. Ich mache hier ein Feuer. Zack. Das machen wir den hier und den Stocken und das hier. So, haben wir 80% Feuermachchance. Finde ich gut. Schauen wir mal, ob das hinhaut. Und dann können wir nämlich noch die Hasen hier komplett ausnehmen dann. Ich trinke mal heimlich was. Vor allem ist es immer doof, wenn ich sage, ich trinke heimlich was, weil auf Twitch sieht man die Webcam nämlich noch mit drin. Bloß auf YouTube nicht. So. Dann haben wir hier 1,2 Kilo Fleisch. Zerlegen. Zack. Gibt das eigentlich was? Ja, es bringt auf jeden Fall was. Eine Stunde 22 haben wir noch. Zack. Nehmen wir das noch mit. Wir hatten noch eine Stunde 22 gerade. Ach so, das Wetter hat angezogen.
Ja. Ach halt, nein, ich muss die Falle ja wieder aufstellen. Nein! Okay, Moment. Ist mir jetzt egal, wenn ich jetzt gerade ein bisschen erfriere tatsächlich, aber ich will die Falle hier noch aufstellen. So. So. Und die stellen wir auch noch auf hier. Und zwar da. So. Jetzt schnell zurück, weil es mir echt zu kalt jetzt gerade. Weil da erfriere ich jetzt gleich. Wir haben jetzt schon, sind wir unterkühlt und verlieren langsam Gesundheit. Das möchte ich ungern. Ich habe mich nämlich gewundert, warum das Feuer ausgegangen ist. Weil das Feuer geht nämlich, wenn es windig ist, geht irgendwann das Feuer dann aus. Ja. Renne durch mich durch, Hase. Ist gar kein Problem. Kannst du gerne tun. Sehe ich total entspannt. So. Dann... wir sind unterkühlt, das heißt, wir können erstmal ein Feuerchen machen. Wir haben rohes Fleisch wieder dabei. Das können wir einfach mal braten. Das Kaninchenfell lege ich einfach mal hier hin. Das war hier. So. Ablegen. So. 41%. Okay. Dann. Der Vorteil ist tatsächlich, wenn wir so oft Feuer machen, ist zwar... Ich sag mal so, es ist nicht wirklich Verschwendung, wenn wir viel Feuer machen, weil wir natürlich dadurch unsere Feuerfertigkeiten erhöhen. Das heißt, ich würde eigentlich gerne auch mal nur Stecken sammeln dann und einfach nur Feuer machen. Nur einfach Feuer machen, damit wir es halt können. Oder damit es halt gemacht ist, damit wir halt diese Punkte hochkriegen. Weil dann kann man das Ganze vielleicht auch mit einer schönen Fackel dann auch mal machen, dann, dass das Feuer anzündet, dann, dass die Chance halt höher ist. Dass wir halt da ein bisschen, ja, wie gesagt, geskillter werden. Dann. So, da müsste, glaube ich, eins reichen tatsächlich. Ich nehme mal das hier unten, weil das ist das, das Neuere, beziehungsweise das, was mir gibt. Und das hier machen wir auch noch, dann ist egal. Wenn das noch reicht. Reicht das noch? Ja, es reicht noch. Oder? Hat es gereicht? Nein, es hat nicht gereicht. Es ist doch nicht wahr. Es hat nicht gereicht. Verdammt. Na okay, machen wir mal Feuer. Verdammt, es hat nicht gereicht. Mist. Ich dachte, es reicht noch, dass man es auf der Glut gar noch so schön langsam vor sich hingart, aber nein. Da wollte das Feuer nicht mitspielen. Schade. So. Altholz einfügen, Kaninchen garen. So, das müsste aber auf jeden Fall reichen. So. Wisst ihr was? Was war das? 20 Minuten. 40 Minuten, eine Stunde. 1 Stunde 40. Okay, schmelzen. So. Naja. Nutzen wir einfach die Gelegenheit, wenn draußen eh schon so ein Schneesturm ist, dass wir einfach ein bisschen Wasser schmelzen. Wir haben 5 Liter da. Das sind 50 Minuten. Das passt. Echt froh, dass die Hütten hier zumindest winddicht oder sowas sind, weil das wäre echt noch krass, wenn hier dann teilweise noch die Hütten kaputt gehen würden. Was auch wiederum witzig wäre. Wollte ich gar nicht, das will ich weg. Weg. So. Dann tun wir 4 Liter Wasser weg. Haben wir noch? Ne, wir haben kein anderes Wasser mehr. Also kein nutzloses, sagen wir es mal so. Essen, zack. Schnell was trinken. Ja, trink doch was. Mann. So, ist das zumindest in Ordnung? Dann machen wir hier nochmal schnell. Da kriegen wir noch 1, irgendwas Liter raus. Genau, 1,32 Liter, das passt. So, dann schmeißen wir das auf jeden Fall hier rein. Müssen wir mal gucken, wir haben Hunger ein bisschen. Da nehme ich mir einfach das. Und das nehme ich mir mit.
Okay, wir haben ein bisschen Hunger. Dann schlafen wir jetzt einfach noch ein bisschen, weil wir müssen auf jeden Fall noch. Wir müssen auf jeden Fall die Hasen noch ausschlachten. Vielleicht sind es in der Zwischenzeit auch ein bisschen mehr, man weiß es nicht. So, hungrig. Nee, das lassen wir mal. Okay, starten wir 2 Stunden. Aber dieser blöde Sturm jetzt, ne? Das ist echt mies immer mit diesem Sturm. Na komm, Sturm. Hör auf, die Ruhe. Na komm, 1 Stunde geht noch. Oh, das ist echt. Wenn sich einmal ein Sturm eingenistet hat, das dauert ewig. Der geht stundenlang immer. Hört halt auch nicht mehr auf. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch echt nicht wahr, wie lange dieser blöde Sturm da jetzt geht. Mann. So. Wie schaut's aus? Ich weiß nicht, wie viel Tageslicht übrig ist tatsächlich. Das ist ein bisschen doof gerade. Natürlich, pünktlich zur Dunkelheit ist natürlich der Sturm dann weg. Meine Güte, es ist doch nicht wahr. So, kriegen wir das gerade hin? Kriegen wir das hin, ohne zu verhungern, dass wir noch ein bisschen durchschlafen? Jetzt trinken. So, beziehungsweise Licht an. Wir gucken mal ganz schnell, wie das Wetter draußen ist. Ob es kalt ist, ob es warm ist, also im Verhältnis warm ist, beziehungsweise ob es sternenklar ist die Nacht. -12 Grad. Es ist mir eigentlich ein bisschen zu kalt tatsächlich. Aber wie gesagt, man kann ja ein Feuer machen. Das ist ja nicht das Thema. Würde ich tatsächlich auch tun. Ich würde jetzt Stecken haben wir dabei. Zack. Nein, nehme noch eins mit. So. So, dann würde ich jetzt gerne mich rausgehen und würde mal die Hasen alle einsammeln. So, Gewehr. Es ist ein sternenklarer Himmel. Man sieht auch ein bisschen was tatsächlich. Hallo, hoch. So, weil dann können wir nämlich hier jetzt in Ruhe dann die Hasenfallen auseinandernehmen. Beziehungsweise die Hasen, besser gesagt. Wenn ich die jetzt finde. Ach, da. Okay. So. Wie schaut's aus? -11 Grad. Ich probier's jetzt einfach mal. Ich glaube, ich schaff's auch ohne. Ich muss das Beil übrigens reparieren, sehe ich gerade. So, das passt. Den haben wir. Wie schaut's aus? Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich glaube, das kriegen wir ohne hin. Ich glaube, das schaffen wir ohne, dass wir ein Feuer machen. So, dann muss ich auf jeden Fall das Beil reparieren. Ah, jetzt wird's kalt. Okay, verdammt. Egal. Ist mir jetzt wurscht. Ist eh noch dunkel. Das heißt, dann schlafen wir einfach noch ein Stückchen. So. Kadaver eingefroren. Bitte was? Alter, da ist gerade noch ein Hase reingelaufen. Okay, jetzt brauche ich ein Feuer. Feuer machen. Zack, zack. 83% Chance. Hauen wir einfach mal rein. Dann machen wir jetzt ein Feuerchen. Der war vorher aber noch nicht da, oder? Der kam jetzt erst rein, oder? Alter, willst du mich verarschen? Oder ist das einfach nur jetzt ein... Nee, da ist noch ein Hase reingelaufen, oder? Während wir Feuer gemacht haben. Kann das sein? Alter, geil! Alter, bitte was? Alter, ist das geil gerade. Das ist echt cool jetzt gerade. Dass praktisch die Hasen hier einfach jetzt reingelaufen sind.
Und wir jetzt hier ganz entspannt Wing ausnehmen können, aber wir frieren immer noch, glaube ich, ne? Wir sind immer noch unterkühlt.